Hallo, hier ist wieder euer Systra mit dem nächsten Teil meines Guides. Heute dreht sich alles hauptsächlich um das Thema Armee. Wenn wir das zeitlich noch schaffen, nehme ich dann noch ein bisschen was zum Thema Flotte hier rein. Ansonsten kommt das separat im nächsten Guide. So, und zwar Armee meint vor allen Dingen erstmal Armeezusammensetzung. Und so die ganzen Modifikatoren, und die schauen wir uns vielleicht mal als allererstes an. Und dann erkläre ich euch vor allen Dingen mal, oder ich versuche euch das mal näher zu bringen, wie das tatsächlich so mit der Armee funktioniert, auch der Kampf und die Aufstellung und so weiter. Denn ich muss euch sagen, ich habe jetzt selber fast 1000 Stunden Europa Universalis 4 gespielt, weil das jetzt ist tatsächlich ein bisschen besser verstanden, nachdem ich mich tatsächlich für den Guide hier nochmal ein bisschen damit beschäftigt habe, weil ich einfach selber, weil jetzt selber bei mir so ein paar Fragen aufgetaucht sind, die mir nicht so klar waren. Und deswegen habe ich so selber einiges gestern nochmal ausprobiert. Und ja, die Kunde, und mir ist das jetzt erst richtig klar geworden, wie das Ganze funktioniert. Und das möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Also ihr seht, ich bin jetzt hier auf die Landesansicht gegangen und bin im Militärfenster. Das erste, was ihr hier dick und fett seht, sind eure Anführer. Ja, das ist ganz schön. Ihr seht, wir haben vier Anführer, drei von vier, also wir haben ein Anführerlimit von vier. Wenn ihr mehr als dieses Anführerlimit habt, dann kostet euch das für jeden zusätzlichen Anführer einen Militärpunkt pro Monat. Wenn ihr da Überschuss habt, ist das immer kein Problem, aber ihr solltet möglichst drunter bleiben. So, und jetzt wundert ihr euch garantiert, also für die Anführer als erstes mal, es zählen sowohl Admiräle als auch normale Generäle rein. Jetzt wundert ihr euch aber, wir haben vier Anführer, aber nur drei von vier. Warum? Weil unser Herrscher ist ein General, die zählen dann nicht rein. Wenn ihr aus einem Herrscher einen Anführer macht, der zählt dann nicht rein. So, und dann seht ihr bei den Anführern Punkte. Diese Punkte nennt man Pips. Der hat welche im Fernkampf, im Nahkampf, im Manöverwert und der hat einen Belagerungswert. Belagerungswert, klar, für Belagerung, habe ich jetzt das mal schon so gesagt, ne? Der kriegt den Bonus auf die Belagerung. Der Manöverwert erhöht erstmal Marschgeschwindigkeit. Marschgeschwindigkeit zum einen, also das müssen die mal, den tut, die müssen die mal ein bisschen ausbauen. Das ist, deswegen, ich habe den gerade mal kurz gelesen. Das ist zum einen die Marschgeschwindigkeit und bei den Truppen zum anderen ist es aber auch, es reduziert die Abnutzung. Und ich glaube, zum anderen beeinflusst es auch nochmal die Flankierungsreichweite. Also jetzt bin ich da rausgegangen, gehe nochmal rein. Der ist halt dann wichtig im Nahkampf, ne, maß die Verluste, wenn Nahkampfphase, das ist Blödsinn. Erkläre ich euch gleich, wenn wir im Kampf sind, was die Teile hier bewirken. Ja, die sind wichtig, eigentlich diese beiden Bereiche sind wichtig. Der ist so, naja, hilfreich. Das ist eher wichtig bei den Admirälen. Da beeinflusst es nämlich auch, wie viele Schiffe im Schiffskampf teilnehmen können. Also bei höherer, je höher der Manöverwert, desto mehr Schiffe könnt ihr da quasi in die Schlacht schicken. Wie gesagt, bei der Armee ist es, glaube ich, nur wichtig dann für die Flankierung. Habe ich aber bisher auch noch nicht so richtig gesehen. Macht wahrscheinlich erst im späteren Verlauf ist es wichtig. Aber die beiden, Fernkampf, Nahkampf, ist wichtig. So, dann seht ihr hier links also eine ganze fette Übersicht von ganz verschiedenen Modifikatoren. Das eine ist die Militärtaktik. Das beeinflusst eure Defensive. Also je höher eure Militärtaktik, desto weniger Schaden nehmt ihr. No? Das ist ganz wichtig. Das reduziert euren Schaden. Und ihr seht, hier haben wir Disziplin plus 10%. Das ist der nächste Wert. Und diese 10%, die wir hier zusätzlich auf Disziplin haben, wir haben durch die osmanische Tradition und durch Anidschan. Die Disziplin beeinflusst zum einen eure Militärtaktik, also verbessert eure Verteidigung indirekt. Und vor allen Dingen ist die wichtig dafür, die Militärtaktik des Gegners zu umgehen. Je höher eure Disziplin, desto mehr Militärtaktik vom Gegner umgeht ihr und desto mehr Schaden macht ihr. Das ist der ganze Sinn dahinter. Dann haben wir den nächsten Wert, das ist Festungsverteidigung, das ist die Wert, quasi eure Festung sich verteidigen könnt. Dann habt ihr Verhältnis Kavallerie zur Infanterie. Das Ding erkläre ich gleich mal ein bisschen näher. Da muss ich aber gleich mal in die Armee reingehen. Dann haben wir die Gefechtsbreite, ganz wichtiger Wert. Also das ist quasi die maximale Breite, mit der ihr eure Truppen aufstellen könnt. Zeige ich aber gleich im Kampf. Effizienzbelagerung, nur wie effiziente Belagerung ist, das wirkt halt der gegnerischen Festungsverteidigung entgegen. Anzahl Festungen, wie viel wir aktiv haben. Wir haben aktuell 13, sind immer sehr viele Kosten, haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Dann ist das nächste Armeetradition, relativ wichtiger Wert. Ihr seht, der verfällt pro Jahr. Wird aber durch die Festung zum einen gesteigert. Da müsste ich den Wert nochmal genau nachgucken. Ihr braucht, glaube ich, pro 30, 35 Entwicklung, glaube ich, eine Festung.
müsste haben, damit das bei plus 1 ist. Es ist eine total bescheuerte Mechanik. Das sollten die dringend überarbeiten. Das ist Mist. Weil die insgesamt gerade zum Schuss, die so dermaßen teuer. Also bei meiner kleinen Welteroberungsversuch mit einer eigenen Nation, das war so sehr auf Fun gespielt, auch deutlich stärker, also quasi im Bereich des Osmanen gestartet und mit stärkeren Ideen. Ich habe nachher mehr Festungskosten gehabt, um das hier hochzuhalten. Also meine Festungskosten deutlich höher als meine Armeekosten. Und ich habe es bei plus 1 nicht gehabt, sondern bei plus 0,4 oder so zum Schluss. Also das war komplett aus der Hölle. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Festungskosten, 500 oder so Festungsunterhalt. Zum Schluss, das ist sowas von übertrieben. Das ist Wahnsinn. Dann habt ihr einen nächsten ganz wichtigen Wert. Und das ist der Moral für die Armee. Ich habe in vielen Guides und überall mal wieder gelesen, Moral ist vor allem am Anfang wichtig, hinten raus und eher die Disziplin an Bedeutung zu, ist richtig. Disziplin wird hinten raus ein bisschen wichtig, ist am Anfang auch schon wichtig. Aber ihr hört nachher, der Schaden wird desto wichtiger als die Disziplin. Aber dass die Moral unwichtig ist, auch gerade hinten raus, ist vollkommen falsch. Das ist kompletter Blödsinn. Da sage ich euch, die ist das ganze Spiel über wichtig, hinten raus sogar fast noch wichtiger, weil natürlich ihr Krieg von Technologie zusätzliche Moralpunkte. Das zeige ich mal. Ich gehe mal in die Technologie und das seht ihr dann hier. Das heißt, wir haben jetzt was plus 3 und kriegen dann bis plus 6. Und jetzt ist natürlich völlig klar, wenn ich einen Bonus habe von 10%. Auf 3% sind es 0,3, was das bringt auf 6, bringt das gleich 0,6. Ne? Das heißt, hinten raus wird es noch wichtiger. Warum erkläre ich gleich? Moral, wie gesagt, ganz, ganz wichtige Geschichte. Das ist ein sehr wichtiger Wert. Das ganze Spiel über hinten raus macht eine überlegene Moral sogar noch mehr aus als am Anfang. Am Anfang bringt ihn noch gar nicht so viel. Hinten raus ist das richtig stark. Ihr habt euer Truppenlimit, also wie viele Truppen ihr tatsächlich ohne Malus unterhalten könnt. Wenn ihr übers Truppenlimit geht, die zusätzlichen Truppen müsst ihr quasi teurer bezahlen. Ja, das ist halt das Wichtige. Dann habt ihr hier Marinetradition, das ist das gleiche wie Armeetradition für Marine. Ich sollte vielleicht mal kurz erklären, wie Armeetradition steigert. Fällt mir dabei ein. Na, ihr seht, was das hier auch beeinflusst, natürlich auch die Moral und so weiter, ne? Seht ihr hier. Die steigen ja einmal durch die Festung, dann gibt es bestimmte Ideen, die das steigern, mit denen ihr das halt auch verbessern könnt. Und natürlich zum Beispiel durch Schlachten und Belagerung wird die auch höher. Marinetradition könnt ihr sehr stark steigern über Handelsschiffe. Zum Beispiel. Die steigern das dann. Und zwar ziemlich erheblich. Also die kriegt ihr relativ leicht auf 100% gedrückt mit ein bisschen ein paar Ideen dazu. Dann habt ihr auch das gleiche Moral der Flotte. Ist dasselbe wie hier halt für die Flotte. Nur Einheitenlimit für die Flotte, selbe wie hier halt für die Flotte. Hier zählen nur Küstenprovinzen rein. Und dann habt ihr Rumpfstärke. Ne? Die Basis ist 100%. Es gibt Ideen und bestimmte Geschichten, die das verstärken. Ja? Das sind halt aber gut verstärkt. Die Schiffe halten halt mehr aus. So, das ist das Erste. Dann kommen wir mal zu den Geschichten hier oben. Ne? Ihr seht, ich habe unten angefangen, da arbeite ich mich nach oben. Hier oben seht ihr eure Einheitenübersicht. Hier seht ihr erstmal, welche Einheit ihr aktuell ausgewählt habt. Und zwar nämlich mit höherer Tickstufe kriegt die neue Einheit freigeschaltet. Das zeige ich euch gleich. Dann haben wir das Kosten pro Regiment. Also was die Basis kostet, ne? Basismäßig kosten die 10 zum Bauen und 21 Unterhalt. Ne? Des Weiteren die Kavallerie sehr, sehr teuer. Und natürlich auch Kanonen sehr teuer. Dann habt ihr hier Kampffertigkeit. Die Basis ist 100% und hier habt ihr bestimmte Boni. Ihr habt durch die Janitscharen zum Beispiel 10% Kampfbonus für die Infanterie, das heißt, die kriegen auf ihren Schaden 10% nochmal Bonus. Da seht ihr hier die Fernkampfmodifikate. Die haben eine Fernkampfstärke von 0,55. Also Kavallerie hat gar nichts und die haben 1. Na, aber dazu sage ich gleich noch was. Wenn wir uns mal im Kampffenster befinden, erkläre ich das genauer. Und das gleiche habt ihr hier für den Nahkampfwert. So, und dann seht ihr hier nochmal, wie viel Anzahl ihr habt. Dann habt ihr das gleiche hier unten für die Flotte. Hier könnt ihr aber nichts auswählen. Die Flotte müsst ihr dann quasi anders aufwerten. Auch da kriegt ihr neue Schiffe. Und jetzt gehe ich hier mal in die Liste rein. Wenn ich jetzt hier reingehe, zack, sehe ich mal eine Liste. Ja, ihr seht eine Liste, die Grand kann ich nicht auswählen, die habe ich technisch nicht freigeschaltet. Die kriegen wir erst ab 9. Wenn wir die nächste bekommen, die Janitscharen-Infanterie. So. Und ihr seht auch hier, auch die haben Punkte, auch die haben Pips. Die Stärke, die werden desto mehr Pips haben die. Ne? Und manchmal, also hier habt ihr jetzt keine Auswahl. Hier ist es linear straight durch. Die Auswahl an
Einheiten hängt ab von der Technologiegruppe. Wir sind, glaube ich, gerade anatolischer. Und zum Beispiel, wenn ihr westlich wärt, also mit Österreich zum Beispiel, hättet ihr andere Einheiten zur Auswahl. Die haben dann auch andere Pips. Na? Das ist halt auch ganz lustig. Ne? Und wenn ihr drauf geht, wenn die gewechselt werden, dann müssen die sich moralisch erstmal wieder aufladen. Das ist ganz wichtig, das müsst ihr beachten. Also, wenn ihr neue Einheiten auswählt, das kann ich euch gerade leider nicht zeigen, geht die Moral von euren Armeen erstmal runter entsprechend, also von den Einheiten, und die müssen sich erstmal wieder aufladen. Also, nicht machen, wenn jetzt gerade zum Beispiel irgendwo Unruhe, also eine Rebellen spawnen wollen, also rauskommen wollen, oder wenn ihr gerade mitten irgendwo kurz vor der Schlacht seid, dann ist eure Moral runter. Das gleiche gilt für die Kavallerie, das seht ihr hier auch. Und auch für unsere diese Geschichten. Hier kann ich es mal zeigen. So. Unsere Artillerie. Die gibt es erst ab Stufe 7. Ist insoweit gleich wichtig für die Armeezusammenstellung. Dazu sage ich gleich was. Also es gibt quasi Vorartillerie und Abartillerie oder Nachartillerie-Zusammenstellung. Wir haben jetzt gerade, was habe ich aus? Wir haben großer Bronze. Bronzegussmörser, der hat jetzt. Und zwar, das wollte ich vielleicht mal erklären. Das sind Offensivpips, die gelben. Na, und das hier sind Defensivpips. Das heißt, der wäre beides offensiv. Ja, das macht bei denen fast schon Sinn. Ich würde aber tatsächlich hier die nehmen. Und da seht ihr, die Moral geht runter. Jetzt müssen wir kurz mal warten, dass die Moral sich wieder auffüllt. Bei meinen Armeen. Sehr, sehr schön, das wollte ich nämlich mal zeigen. Was das mit diesen Pips, mit diesen Punkten gleich auf sich hat, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar gehen wir jetzt mal in den Krieg. Und gehen in die Schlacht. Jetzt bleibe ich mal, dass wir gleich das Schlachtfenster sehen, hoffentlich. Nicht, dass unsere Armee sofort die generische Armee platt macht. Das finde ich jetzt unschön. Na gut, ein schneller sollte ich es machen. Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder unser Schlachtfenster. Und das Wichtige, was ihr wissen müsst, ist, wie eure Truppen aufgestellt werden. Und zwar kann ich euch das mal zeigen, wo das hier wieder etwas komisch aussieht, wie das aufgestellt ist. Ne, das sieht gut aus. Und zwar hier unten seht ihr erst mit generischen Truppen. Die haben nur eine Armee von, ihr seht das 3-1-1, also 5000 Regimentern. Davon haben die 4 Stück vorne und eins hinten. Alles, was hinten ist, also das hinten, das ist die Artillerie. Die wird grundsätzlich hinten aufgestellt. Ne? Es sei denn, ihr habt zu viel und hinten ist kein Platz, und vorne ist Platz, dann gehen die vorne rein. Das wollt ihr aber nicht. Das wollt ihr deshalb nicht, wenn nämlich Artillerie vorne steht, die kriegen doppelten Schaden. Das ist sehr ungünstig. Was ihr über Artillerie wissen müsst, die feuert nur aus der zweiten Reihe, macht aber nur halben Schaden. Das heißt, die hat ja zwar eine, quasi eine Fernkampfstärke von nachher ziemlich viel, aber die könnt ihr halbieren. Die macht nur einen halben Schaden. Von hinten. Das ist das Wichtige. So, dann haben wir, da sind die vorne aufgestellt mit 4 Mann. Das sind ihre Infanterie- und Kavallerieregimenter. So, und jetzt gucken wir uns unsere Aufstellung an. Hinten auch unsere wunderschöne Artillerie, die feuert. So, und vorne schauen wir uns jetzt die Aufstellung an. Das seht ihr, die sieht so ein bisschen komisch aus. Die X sind unsere Infanterie. Ne, die stehen hinten. Grundsätzlich ist es so, dass erstmal eure Infanterie aufgestellt wird auf Breite des Gegners, der Gegnerfront. Das heißt, der hat die 4, also hier erstmal 4 Infanterie dem gegenüber. Weil an die Seiten von der Geschichte kommt eure Kavallerie. Kommt eure Kavallerie. Ihr seht 2 jeweils an der Seite. Wir haben 4 Kavallerie. Das habe ich in Absicht gemacht. Das ist nämlich bis zu einem bestimmten Punkt ziemlich optimal. Das zeige ich euch. Die Kavallerie, ihr seht das, die kann jetzt hier an der Seite angreifen. Ja, wenn ihr jetzt habt, die greifen an, die stehen jetzt blöd rum. Hatten einfach einen Grund. Die haben nämlich eine gewisse Flankierungsreichweite. Reichweite bleibt bei Flankierung. Das heißt, wenn die an der Seite stehen, haben die eine Reichweite von 2 nach links. Ne? Also der kann 2 Felder nach links. Also, ne? Der kann quasi den und den angreifen. Der greift so schräg quasi, nicht gerade, bei einer Reichweite von 1 quasi greift er genau gegenüber an. So, das heißt, der kann jetzt den angreifen. Wenn jetzt hier noch eine Kavallerie stehen würde, die hätte keine Reichweite mehr. Die würde quasi hier versacken. Die würde da rumstehen und gar nichts machen. So wie jetzt hier unsere Leute. Ihr seht, einer ist hier hinten noch reingegangen. Da ist vorne kein Platz mehr gewesen. Haben sie hinten reingestellt, der steht da rum. So, und das, was ich euch sagen will. Es ist immer so viele Fragen gibt, wie ist die optimale Anzahl von Kavallerie? Das ist ja immer der Punkt.
Habe ich gestern rumprobiert wie so ein Blöder, damit ich euch das erklären kann. Ganz, ganz viel ausprobiert und habe festgestellt, optimal ist das Doppelte von eurer Flankierungsreichweite. Wir haben zwei, also natürlich vier Kavallerie, damit wir jeweils auf beiden Seiten zwei Stück haben. Und optimalerweise eine gerade Anzahl Kavallerie, sinnvollerweise. Ja? Weil der Vorteil ist, jetzt können beide Kavalleristen hier die Seiten angreifen, die Flanken. Wenn ich jetzt hier sechs hätte, die könnten nicht angreifen, weil unsere Infanterie hier schon quasi in der Mitte die Plätze besetzt. Die würden hier quasi dann rumstehen und nichts machen. Die würden quasi, obwohl, wenn ihr euch das so Stachel vorstellt, die stehen hinten auf in der Gegend rum und warten, ja, bis sie vielleicht mal nachachten können. Können aber nichts machen, weil ihnen die Reichweite einfach fehlt. So, das ist das erste Wichtige. Ja, was ihr wisst, was ich euch empfehle, also Kavallerie von der Anzahl am besten nicht mehr als das Doppelte eurer Flankierungsreichweite. Weil die anderen können sonst nichts machen. Die verbessert sich über die Technologie nachher, also dann könnt ihr nachher später ein bisschen mehr Kavallerie reinnehmen. Deswegen ist auch das hier nicht so wichtig. Ne? Das ist das Verhältnis Kavallerie zur Infanterie, das erkläre ich jetzt mal. Das ist für mich auch so ein bisschen blöd erklärt. Also der Tooltip ist schlecht übersetzt ins Deutsche. Das Verhältnis heißt nicht, dass wenn ich 8000 Kavallerie, 8000 Infanterie habe, ich maximal 4000 Kavallerie hätte bei einem Verhältnis von 50. Nicht ganz, sondern ich zähle die beiden hier zusammen, habe also insgesamt 12.000. Und von diesen 12.000 dürfen maximal in dem Fall 60%, wir haben 60%, Entschuldigung, dürfen maximal 60% Kavallerie sein. An die kommt ihr nicht dran. Man könnte das Verhältnis jetzt ändern, ein bisschen weniger Infanterie, ein bisschen mehr Kavallerie, das könnte man jetzt rumprobieren, ob das effektiv ist. Halte ich für nicht besonders effektiv. Das Problem an der Kavallerie ist nämlich, die machen zwar sehr viel Schaden in der Nahkampfphase, aber keine in der Fernkampfphase. Also ich habe gestern tatsächlich mal mit einer selbst erstellten Horde ausprobiert, wie das ist mit einer komplett, also die haben ja, da kriegst du mit Tengri glaube ich 100% Kavallerie damit. Das heißt, ich kann nur mit Kavallerie attackieren. Du verlierst zu viel Schaden in der Fernkampfphase. Also kann ich nur von abwarten. Also das ist so relativ gut. Doppelte, wie gesagt, von der Flankierungsreichweite. So, das ist das. Das nächste ist jetzt mal, hier seht ihr noch ein bisschen diese Werte, Militärtaktik und so weiter. Und hier ist, achso, genau, Gefechtsbreite. Das ist diese komplette Breite hier. Das ist, wie viel ihr tatsächlich aufstellen könnt. Das ist, ihr könnt hier bis zu 24 Regimenter aufstellen. Würde natürlich nur passieren, wenn die auch entsprechend breit sind. Also wenn die hier zum Beispiel vorne 20 hätten, und wir hätten 20 Infanterie vorne, dann würden wir hier volle 24 fahren. Quasi. Dann könnte man das voll ausnutzen. So, das ist das Erste. Das Nächste ist, jetzt erkläre ich das, ja, das ist nämlich ein bisschen schwierig zu erklären. Erstmal erkläre ich das mit den Pips. Und zwar habt ihr hier ein Würfelergebnis. So, das Erste ist einfach ein Würfel von 1 bis 9. Das Zweite, was ihr kriegt, ist, ihr seht das Fernkampf 2. Liegt einfach daran, unser ist stärker. Unser ist im Fernkampf 2 Punkte stärker als die gegnerische General. Kriegen wir also auch unser Würfelergebnis dazu. Dann würden hier Mali abgezogen werden. Also zum Beispiel Geländemalus, Überquerungsmalus und so weiter, der würde hier abgezogen werden. Und dieses Würfelergebnis ist maßgeblich für den Basisschaden, den ihr macht. Für eure Schadensbasis. Je höher das Würfelergebnis, desto höher die Schadensbasis, die ihr verursacht. Der Basisschaden, der wird dann noch modifiziert. Ja, also hohes Würfelergebnis gleich hoher Schaden. Oder normalerweise, also höheres Würfelergebnis gleich höherer Schaden ist der Basisschaden. Und in das fließen auch diese Pips rein. Und zwar folgendermaßen. Ihr müsst wissen, jeder Angriff, jede Einheit greift in jeder Phase an. Und es werden dann auf diese Basis, dieses Würfelergebnis hinten raus quasi noch die, also für die einzelne Einheit quasi, die Pips des Angreifers, also der hätte jetzt zum Beispiel 0, 0 und 1 als Defensiv, als Offensiv, als Defensiv im Nahkampf, der genauso, das heißt, die würden sich hier neutralisieren von den Pips. Wenn der jetzt aber einen mehr hätte, zum Beispiel im Fernkampf, würde er hier gegen einen Bonus kriegen nochmal. Es werden also quasi die Offensiven Pips quasi von meiner angreifenden Einheit gegen defensiven Pips der verteidigenden Einheit gerechnet. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass die defensiven Pips nur zählen, wenn man Verteidiger ist. Das ist falsch. Die zählen immer. Das ist außen Irrglaube, den ich jetzt lange aufgesehen habe, bis ich das mir jetzt näher angeguckt habe. Also merkt euch das. Es zählen immer alle Pips.
die werden immer gegengerechnet. Ja? Die würden hier quasi gegengerechnet werden. Ja? Der hat jetzt zum Beispiel, ach ja, der hat noch Moralpips. Der hätte jetzt zwei Pips. Hätte jetzt also tatsächlich im Nahkampf gegen den einen Pip fordert. Also nochmal zusätzlich ein Schadensmodifikat. Also der hätte gegen die Einheit eine höhere Schadensbasis, weil die mehr Pips hat. Das ist halt, wie gesagt, schwierig zu erklären. Aber wichtig ist, wie gesagt, was wir wissen müssen, auch defensiven Pips ziehen hier rein. Weil die verteidigen sich auch gleichzeitig. Ja? Und das geht halt in die Schadensbasis mit rein. Da werden halt diese offensiven Pips draufgerechnet, defensiven abgezogen. Ja, entsprechend auch das Würfelergebnis, und das geht dann in die Basis rein. Ja, so, und das der berechnet sich dann erst einmal den Schaden, den die an den generischen Truppen verursacht. Da kommen dann nämlich entsprechend halt die Geschichten rein, was ihr eben gesehen habt. Ich zeige noch mal rein. Diese Geschichten kommen da rein. Das wird dieser Schaden, diese Basis wird dann durch die entsprechende Kampffertigkeit modifiziert. Zum einen. Und dann zum anderen natürlich Militärtaktik, Disziplin geteilt durch Militär, durch, also Disziplin von dem Angreifer, quasi durch Disziplin, durch die Taktik des Verteidigers. Quasi. Ja, das wird halt dann dadurch auch nochmal modifiziert. Das ist das Wichtigste. Ne? Also das macht dann, wirkt dann rein in den quasi Mannschaden, den ihr macht. In den Schaden an den generischen Leuten. An den Armeen. Und der ist wieder wichtig, der ist nämlich die Basis für den Moralschaden. Ihr macht nicht nur Schaden an den Leuten, sondern auch an der Moral. Die schädigt ihr auch. Und dazu müsst ihr was wissen. Jetzt ist der Punkt, ich weiß nicht, wie viel Moral die tatsächlich jetzt direkt haben. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt nachzuvollziehen, ich weiß nicht, wie viel Maximalmoral die jetzt hätten. Doch, die haben auch 3,5. Das ist 3,45. Wir haben 3,50. Das ist unser Moral. Wichtig ist, für die maximale Moral ist immer der höhere Wert. Und da die ein bisschen weniger Moral haben, würden die einfach etwas weniger quasi aktuelle Moral bekommen. Also die würden in der Leiste so ein bisschen geringer anfangen. Die werden nicht, also wir werden quasi betreffend voll bei der Leiste, wenn wir die höhere Moral haben. Und die hätten hier so ein kleines Stück weniger Leiste. So. Und jetzt erkläre ich euch, warum die Moral so ein verdammt wichtiger Wert ist. Auch hinten raus, und gerade dann noch mehr. Und zwar der Moralschaden berechnet sich einmal auf Basis der quasi geschrotteten generischen Einheiten und wird dann modifiziert quasi durch die maximale Moral. Ja, durch die Morale. Das ist immer die maximale Moral. Das ist, je höher die maximale Moral ist, desto höher ist der Moralschaden, den ihr verursachen könnt. Und deswegen heißt es ganz vorteilhaft, wenn ihr eine höhere Moral habt als die Gegner. Ich finde das ja hier, ja. Das heißt, ihr bestimmt dann quasi den Moralschaden, der hier zugefügt wird beim Gegner, der insgesamt gemacht wird. Ne, ihr hört das, die Moral, also Basismoral, desto höher ist der Moralschaden, den ihr macht. Und das ist der, den ihr auch hauptsächlich machen wollt. Ihr wollt gar nicht mehr malen Schaden, ja, aber das ist der Schaden, den ihr machen wollt. So. Ja, desto höher ist der. Und wenn ihr dann sowieso schon näher anfangen, müsst ihr auch weniger runterhauen. Und macht gleichzeitig mehr Schaden. Also das ist neben der Disziplin, ich sage doch mal, Moral ist der wichtigste Wert. Ist vielleicht neben der Disziplin später raus, in dem ein bisschen gegenzuwirken, damit du auch den Schaden durchbringen kannst, ist Moral tatsächlich der wichtigste Wert. Wage ich tatsächlich zu behaupten. Natürlich ist es immer vorteilhaft und sehr wichtig, dass ihr eine größere Armee habt. Zahlenmäßige Überlegenheit ist sowieso vorteilhaft. Weil dann haben eure Truppen den Vorteil, sie können sich anhand des Gegners aufstellen. Ansonsten, wenn ihr gleichwert, schätze ich das halt hier, ne, gleichermaßen auf. Ne? So, das ist erstmal das. Wie gesagt, zum Kampf, der Kampf besteht immer aus zwei Phasen. Die wechseln sich ab. Das ist einmal die Fernkampfphase und die Nahkampfphase. So, wir sind momentan in der Fernkampfphase, seht ihr schon hier dran. Ich gehe jetzt mal weiter. Mal schauen, und jetzt zack, sind wir in die Nahkampfphase gewechselt. Jede Phase dauert 3 Tage. So, ihr habt gesehen, wir haben selber Schaden genommen, ein bisschen, weil wir einfach eine schlechte Zahl gewürfelt haben. Das Würfelergebnis geht für die gesamte Phase. Ich sag, die dauert 3 Tage
Und wenn ihr es schafft, die gegnerische Armee vor Ablauf der zweiten Phase, also bei der gegnerischen Armee vor Ablauf der zweiten Phase die Moral auf Null zu bringen, wird die Armee zerstört. Das ist dann der Stackwipe. Also dafür habt ihr 6 Tage. So, das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste. Ich lasse es nochmal laufen jetzt. Da seht ihr, Tag vorbei und die haben massiven Schaden gemacht, gerade an der Moral. Weil wir hier einfach relativ viel gutes Würfelergebnis haben mit 7. Also wir haben eine sehr hohe Schadensbasis. Und jetzt sind sie fertig. Und da wir jetzt tatsächlich vor Ende der Phase durch waren, haben wir sie gestackwiped. Ja? So, und der Punkt jetzt mit den Armeen ist folgender. Die sind, die haben so vom Verkauf als auch Nahkampfwertung. Die haben nur Nahkampfwertung. Der wird irgendwann sehr, sehr hoch. Das ist es, die haben unglaublich, sind unglaublich stark in der Nahkampfphase. Da kann es dann schon zum Schluss sich Sinn machen, ein bisschen die Geschichte zu verschieben. Etwas mehr Richtung Kavallerie und versuchen diese 50% ein bisschen mehr auszunutzen. 60%. Kann dann ein bisschen Sinn machen, weil die sind da sehr, sehr stark. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, wie eure Armeen sich dann immer aufstellen. Also mal bei der Schlacht beobachten und schauen, macht das so Sinn? Und wenn nicht, dann halt die Armee ein bisschen umbauen und wieder ein bisschen mehr Infanterie. Wie gesagt, die sind fast gar nicht vorhanden in der Nahkampfphase. Also das kannst du vergessen, die sind aber für den Fernkampf wichtig. Würden aber auch nur 0,5 machen. Aktuell. Das heißt, dass unsere Infanterie sich im Fernkampf stärker wäre als das, was die Artillerie macht. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, die Pips von der Artillerie, diese Defensivpips, die werden zu einer Einheit, die vor der Artillerie steht, in der Aufstellung dazu addiert. Die kriegt die nochmal drauf. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, die Artillerie reduziert gleichzeitig ein bisschen euren Schaden. Zumindest für die Einheiten, die dahinter stehen. Deswegen ist es relativ wichtig, die Artillerie möglichst breit aufzustellen. Denn es ist eine ganz wichtige Einheit hier. Und was ich jetzt, wie gesagt, schon gesagt habe, es gibt ja Vorartillerie. Und da kann ich euch empfehlen, wie gesagt, da ihr am Anfang nur eine Flankierungsreichweite bei eurer Kavallerie von 4 habt, von 2 habt, 4 Kavallerie zu nehmen und den Rest auf Infanterie zu bauen. Und dann zu schauen, wie groß ihr tatsächlich eure Armeen auch macht. Es macht wenig Sinn. Es macht ziemlich wenig Sinn, über die also Armeen zu bauen, die größer sind als die Gefechtsbreite. Das habe ich auch schon festgestellt. Das bringt nicht allzu viel. Das heißt, ich würde keine Armee bauen, die jetzt größer als 24 ist. Davon hätte ich nichts. Ja, und gerade später, wenn die Armeen größer werden, habt ihr meistens ein kleines Problem. Das ist nämlich das Versorgungslimit. Das heißt, wenn ich hier kann ich jetzt eine Armee stehen lassen, die 23 Regimenter hat, die können versorgt werden. Alles, was größer ist, würde sich hier abnutzen. Das heißt, die würden verschleißen. Das geht euch dann von der Rekrutenreserve runter. Ja? Das ist also auch immer ein bisschen ungünstig, die Geschichte. Das heißt, da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten, die steigen auch nachher mit der Technologie ein bisschen höher. Ihr seht das, sie haben hier schon 50% drauf bekommen, weil die Armeen irgendwann größer werden. Nachher macht es Sinn, weil die Armeen quasi auf eine bestimmte Größe festzulegen und wenn dann auf Gena drauf ist, quasi zwei Armeen zusammenzuziehen. Ne? Das heißt, ich habe zum Beispiel zwei 40.000er Armeen, also zwei Armeen a 40 Regimenter und die ziehe ich dann zusammen. Habe also Kafka von 80.000 Mann dagegen den Gegner, habe aber nur 40 jeweils, die ich hier stehen lassen kann. Der Punkt ist, weil die Gefechtsbreite, die wird nachher höher. Wir gucken uns das mal kurz an. Wo ist das? Plus 9 und ihr seht, das geht nochmal plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Und so weiter. Das heißt, die ist nachher, glaube ich, bei, glaube um die 40, müsste das mal kurz zusammenrechnen, 34, um die 40 ist sie knapp, glaube ich, nachher. Die kriegt ihr gar nicht voll. Die kriegt ihr mit einer Armee sowieso nicht voll. No. Das ist mal die Sache. Und das ist, was dann nachher Sinn macht. So, wir sind jetzt bei fast 30 Minuten. Ich glaube, das Wesentliche habe ich erklärt. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Wie gesagt, also... So, deswegen werde ich die Flotte dann in einem einzelnen kleinen dann nochmal genauer beleuchten. Das dauert jetzt nicht zu lange. Und macht nochmal kurz zusammenfassen. Also das erste Wichtige sind die Pips eurer Generäle. Das ist wichtig. Starke Generäle sind wichtig. Die bestimmen, also wenn ihr stärkeren General habt als der Gegner, habt ihr schon mal meistens oder habt ihr einen zusätzlichen Bonus auf eure Schadensbasis. Ne? Das heißt, je mehr Überschuss ihr da habt über den generischen Admiral, desto mehr Power habt ihr quasi, also mehr Basis, kriegt ihr trotz schlechten Würfelwurf, also Schadensbasis auf der Gottes Willen, Schadensbasis kriegt ihr im Kampf, so,
Ja, also das ist das erste Wichtige, sind gute Generäle. Das könnt ihr, da gibt es zum Beispiel den, die das pushen. Das schauen wir uns dann nachher nochmal an. Etwas genauer an, sage ich mal so. Das zweite ist, wie gesagt, dieses Verhältnis Kavallerie zur Infanterie. Das werdet ihr am Anfang nicht ausnutzen. Das wird erst später tatsächlich relevant. Das finde ich halt sehr lustig, weil ich so das Gefühl habe, da hat Paradox sein eigenes Spiel nicht so ganz verstanden. An der Stelle. Könnt ihr getrost ignorieren, aber nicht ganz aus den Augen lassen. Gerade bei kleineren Armeen nicht das Ganze nicht aus den Augen lassen. Gerade am Anfang, da könnt ihr schnell mal drüber kommen. Ach so, ich sollte mal kurz dazu sagen, wenn ihr das überschreitet, dann habt ihr einen Walus, ihr kriegt einen Abzug von 25% auf eure Militärtaktik. Heißt, ihr kriegt mehr Schaden. Schlicht und einfach. Ja, das ist das Wichtige, wie gesagt. Und für die Aufstellung, was die Kavallerie angeht, die Anzahl, ich kann euch empfehlen, tatsächlich so das Doppelte zu nehmen von eurer Flankierungsreichweite. Wie gesagt, die steigert sich nachher über die Technologie, da könnt ihr mehr nehmen. Am Anfang macht es nicht mehr Sinn, macht es keinen Sinn mehr, als 4000 Kavallerie reinzunehmen. So stark die in der Nahkampfphase sind. Aber die kannst du nicht effektiv fliehen, da müsstest du schon ja, enorm rumprobieren. Aber da könnt ihr manchmal ein bisschen rumprobieren. Ja, aber wie gesagt, bei zu viel Kavallerie, gerade am Anfang, habt ihr einfach das Problem, da fehlt euch einfach der Schaden in der Fernkampfphase komplett. Ja, da fehlt euch das sehr, sehr lang. Das ist halt der Punkt. Und also auf Infanterie könnt ihr nicht verzichten. Weil dann seid ihr in der Fernkampfphase wirklich geliefert. Da kriegt ihr, macht ihr gar keinen Schaden. Das ist nämlich das Problem. Ihr habt zwar Base-Schaden, aber da das null ist, macht ihr gar keinen Schaden. Und das ist schlecht. Ja, das ist halt der Punkt. Also das ist so die Empfehlung, die ich geben kann. Von den Compositions. Nachher halt möglichst viel, ach so, ja, von den Compositions möglichst viel Artillerie zu nehmen, das ist eigentlich auch nur suboptimal, sage ich mal hier, weil eigentlich müsste ich hier 6 drin haben. Normalerweise, also, erst einmal schwierig zu erklären, möglichst viel Artillerie und vorne sollte mindestens das Doppelte an Artillerie drin stehen. Die Vorderreihe sollte doppelt, eigentlich doppelt so breit aufgeschätzt sein wie die Artillerie, dass die Artillerie halt keinen Schaden kriegt. Ja, das ist halt immer sehr ungünstig. Na, also, wie ich es hier habe bei der, ich muss mal kurz sacken lassen. Jetzt sehe ich, das wären 8,4, also 12, und da wären optimal hier eigentlich 6 Artillerie. Da. Weil ihr kämpft meistens eh gegen etwas kleinere Armeen, das heißt, ihr nutzt die volle Breite vorne meistens gar nicht aus. Also vorne quasi doppelt so viel Kavallerie und Infanterie wie Artillerie solltet ihr da haben. Das macht sich immer ganz gut. Wie gesagt, einfach deshalb, weil ihr meistens die Breite nicht ausnutzen werdet, damit eure Artillerie einfach keinen Schaden nimmt. Das ist einfach der Punkt. So, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und die wichtigsten Tipps, die ich mal so geben kann. Und ich sag mal so, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gilt natürlich auch für die anderen Guides. Dann haut sie in die Kommentare, ich versuche es dann zu beantworten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal. Da zeige ich euch nochmal ein bisschen was zur Flotte, was es da gibt. Das wird aber, denke ich, nicht ganz so langer Guide. Und wir sind schon wieder bei 32 Minuten, aber wie gesagt, das ist halt auch ein sehr kompliziertes Thema, was auch nicht so einfach zu verstehen ist. Was aber einfach wichtig ist. Na, damit ihr effektiv kämpfen könnt. So, und ich hoffe, dass ich euch dann meinen Tipps jetzt weiterhelfen konnte. Alles klar.